Jetzt kommt der Rundenwechsel. Deshalb habe ich jetzt hier nicht 11, sondern 12 Maschen. 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die Eckmasche, die sich immer so ein bisschen versteckt, dieser Umschlag. Und nachholen. So, und jetzt haben wir den Musterbeginn. Wir sind ja eine Seite nach Rundenwechsel. Und wir haben Musterbeginn und wir können uns das jetzt gut merken. Wir holen 3 einzelne Maschen, wie zuvor auch beim Musterbeginn. 3 einzelne. Einen Umschlag. Die nächsten 3 fassen wir zusammen. Einen Umschlag. Dann eine einzelne. Ein Umschlag. Und 3 Maschen zusammenfassen. Und einen Umschlag und am Ende hat man wieder 3 einzelne. Und die Randmasche, ne, nicht Randmasche, die Eckmasche. So, ab und zu schmeiße ich die Techniken durcheinander beim Videodreh und die Begriffe. Aber ich denke mir, dann wichtig ist auch, dass die Hände das Richtige machen. So. Jetzt kommt die zweite Musterreihe oder Seite. 3 einzelne Maschen. Ein Umschlag. 3 Maschen zusammen. Ein Umschlag. Eine einzelne Masche. Ein Umschlag, 3 Maschen zusammen, ein Umschlag und am Ende wieder 3 einzelne und die Eckmasche, aus der 3 Maschen herausgeholt werden. Und den Faden nachholen und ihr seht, wie das Granny kontinuierlich wächst, am Anfang natürlich schneller, als wenn die Maschen dann immer größer werden. Wolltet ihr hier ein riesengroßes Granny arbeiten für ein Kissen oder so, dann empfehle ich euch meine Woolly Hacks Nadelmappe. Die hat ein Klicksystem und da könnt ihr dann mit einer Seilverlängerung euch hier und einer zweiten Nadel eine lange Doppelnadel basteln oder ihr legt euch eben eine lange Doppelhäkelnadel zu. So, wieder 3 einzelne, ein Umschlag, 3 Maschen zusammenfassen. Ein Umschlag, eine einzelne, ein Umschlag, 3 zusammen, ein Umschlag und 3 einzelne und aus der Eckmasche kommen 3 Maschen heraus.
Und jetzt kommt wieder die Seite mit dem runden Wechsel. Trotzdem beginnt ihr ganz normal drei einzelne. Ein Umschlag. Drei Maschen zusammen. Ein Umschlag. Eine einzelne. Und hier wechselt ihr die Runde. Dann ein Umschlag, drei zusammen, ein Umschlag und jetzt habt ihr hier eben vier einzelne. Bis zur Eckmasche. So, und jetzt eine Seite nach dem Rundenwechsel kommt die neue Musterreihe und hier wird einfach wieder nur aus jeder Masche eine Masche aufgefasst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 haben wir jetzt schon und aus der Eckmasche wieder 3. Und den Durchzugsfaden nachholen. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elf, zwölf, 13, 14, 15 und aus der Ecke 3. Und nachholen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und aus der Ecke eine nachholen. Ihr habt jetzt also schon alles, was ihr für ein Mustergrenny benötigt. Ihr könnt es natürlich auch ohne Muster arbeiten
Oder abwechselnd mal ein Krimi mit Muster und mal eins ohne. Vielleicht ist es zum Lernen besser, wenn ihr mal ohne Muster das ausprobiert, wie ihr wollt. Da müsst ihr eben einfach in jeder Runde zwischen den Eckmaschen zwei einzelne Maschen mehr auffassen. Und natürlich kann man auch mit den Mustern spielen. Aber hier haben wir jetzt eben, jetzt kommt der Rundenwechsel auf die neunte Runde. Hier ist jetzt eben jede zweite Runde ohne Muster. Und dann kommt das immer gleiche Muster. Das werdet ihr jetzt dann gleich sehen, dass sich das ständig wiederholt. Ihr habt also schon alles, was ihr für dieses Grenier braucht. Habe ich nur eine Masche liegen lassen, aber egal, das ist egal. So, und nun beginnt wieder das Muster. Wir sind ja eine Kante nach Rundenwechsel. Und es beginnt wieder mit drei einzelnen Maschen. Das könnt ihr also euch merken. Und dann wiederholt sich ständig ein Umschlag, drei zusammen, ein Umschlag. Eine einzelne, ein Umschlag, drei zusammen, ein Umschlag, eine einzelne, ein Umschlag, drei zusammen, ein Umschlag und hier am Ende sind es eben drei einzelne. So habt ihr dann also in jeder zweiten Runde hier ein Mustersatz mehr, weil ihr ja dann vier Maschen, also der Mustersatz geht über vier Maschen und ihr nehmt ja in jeder Runde an jeder Seite zwei Maschen zu und deshalb gibt es in jeder zweiten Runde, also vier zugenommene Maschen, einen Mustersatz mehr. Und so kommt man hier sehr leicht ins Muster rein. Und dann könnt ihr euer Granny in eure Wunschgröße arbeiten. Ich häkle jetzt auch noch ein bisschen weiter und zeige euch dann noch den Abschluss. So, ich habe jetzt einige Runden tunesisch gehäkelt. Das hier ist immer noch die Markierung vom Rundenbeginn. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze abhäkeln könnt. Ihr seht ja, dass sich der Rand einrollt. Das ist völlig normal beim tunesischen Häkeln, wenn man nur im Grundstich arbeitet oder eben Muster mit dem Grundstich macht. Und jetzt gibt es eben die Geschichte, dass ihr mehrere Grannys arbeiten wollt und euch das Einrollen egal ist. Dann könnt ihr das Ganze einfach abhäkeln. Ich habe in der letzten Durchzugsrunde hier. Ich habe ja immer bis zu den Eckmaschen zurückgehäkelt. Ich häkle jetzt bis zwei Maschen vor den Eckmaschen zurück oder nicht von den Eckmaschen noch eine Masche, sodass ich noch zwei Schlingen vom oben liegenden Faden habe. Und jetzt kann ich
die Maschen abhäkeln, entweder indem ich sie einfach die erste Masche durch die zweite ziehe und so dann stets abhäkle. Den ersten Faden, da könnt ihr den Faden abschneiden und durchziehen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich euch mehrere Möglichkeiten zeigen möchte. Also einfach nacheinander die Maschen abhäkeln. Dann wird sich das aufrollen. Aber da ihr ja die Grennys aneinander häkelt, wird das dann nicht schlimm sein. Wichtig ist, dass ihr eure Abkettkante immer mal wieder prüft, ob ihr locker genug abgehäkelt habt, damit sich das Ganze eben nicht spannt. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gehen wir nochmal zurück zu der Stelle, an der ich zwei Maschen abgehäkelt habe. Das war hier. Ihr sticht dann, wenn ihr die zwei Schlingen habt, in die nächste Masche ein und zieht den Faden durch alle drei. Auch hier beendet ihr euren zweiten Faden. Dann sticht ihr hier in die vorige Schlinge ein, in die nächste und zieht den Faden wieder durch alle drei Schlingen durch. In die vorige einstechen und den Faden dann durch alle drei Schlingen durchziehen. Hier bekommt ihr eine etwas stärkere Kante, die fast so einen kleinen Eikord bildet. Auch hier aufpassen, dass sich die Kante nicht spannt, also beim Durchziehen hier. Sollte es sich spannen, hier die Schlinge schön lang ziehen. So, das ist auch eine Möglichkeit. Und wenn ihr jetzt wollt, dass ihr zum Beispiel hier eine Decke so gearbeitet habt, ihr könnt ja hier in jeder Größe häkeln. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Also ich habe ja hier zwei Maschen aufgefasst schon. Der Umschlag. Und die nächste Masche, so haben wir es wieder. So, ich arbeite jetzt noch eine Reihe im Grundstich, eine Runde. Und zeige euch, warum ihr beim Häkeln in Runden auch mit einer kurzen Nadel jede Größe, die ihr wollt, arbeiten könnt. Natürlich könnt ihr die Nadel auch verlängern, damit ihr stets eine volle Kante auf die Nadel bekommt, also von einer Ecke bis zur anderen. Das ist aber überhaupt nicht zwingend. Ihr könnt ja zwischendrin innerhalb der Kante schon die Maschen wieder nachziehen. Das ist ja gar kein Problem. Und dann macht ihr ebenso eure Runde fertig. Beim nächsten Mal würde ich jetzt bis zur Ecke gehen und
So, dann eben auf jeder Seite den Faden zweimal nachholen. So, jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr verhindern könnt, dass sich die Kante rollt. Ihr habt jetzt hier die zwei aufgefassten Maschen. Dann holt ihr eine Masche im Grundstich und die nächste Masche im Reversstich. Dafür sticht ihr von hinten in die Masche ein und holt den Faden durch. Dann wieder den gewohnten Grundstich und den Reversstich. Den Grundstich und den Reversstich. Den Grundstich, Revers, Grundstich, Revers. Der Reversstich ist quasi die linke Masche beim Stricken. Dadurch wird ein leichtes Rippenmuster erzeugt. Ohne dass die Arbeit eingehalten wird. So, jetzt wende ich und ziehe den Faden schon mal nach. Und dann sehe ich, die letzte Masche war im Grundstich. Da liegt der oben liegende Faden vor der Arbeit. Beim Reversstich liegt er hinter der Arbeit. Also kommt wieder eine Masche im Reversstich. Grundstich, Reversstich, Grundstich, Revers, Grund, Revers. Grund. Revers. Grund. Revers. Grund. Und noch eine Masche im Reversstich. Und die Masche vor der Eckmasche wird dann auch, so wie auf der anderen Seite, die Masche nach der Eckmasche war im Grundstich. Und aus der Eckmasche kommen dann, wie immer, die drei Maschen. Die nimmt man wie immer zu. Und so holt ihr jetzt wieder euren Durchzugsfaden nach und macht das dann auf allen Seiten. Und ihr könnt diese Runden so oft wiederholen, bis sich die Kante nicht mehr einrollt. Seht ihr ja dann, das ist ja das Praktische beim Häkeln, dass man eben ziemlich gleich sehen kann, das reicht noch nicht. Es wird dann noch mindestens eine weitere Runde im Reversstich mit Revers und Grundstichen im Wechsel benötigen, damit das Ganze eben sich nicht einrollt. Ich häkle jetzt noch einige Runden und zeige euch dann, wie viele ich benötigt habe. Ich zeige es euch noch einmal nach der Ecke, damit ihr den Anfang noch mal besser wisst. Also drei Maschen habe ich aus der Ecke genommen, dann eine Masche im Grundstich, und eine Masche im Reversstich und das Ganze eben im Wechsel.
und das eben bis zum Ende durch, sodass dann eine Masche vor der Eckmasche wieder eine Masche im Grundstich liegt. Ah, das habe ich euch auch noch nicht gesagt. Ich habe hier mal versuchsweise 3 Runden ohne Muster dazwischen gestrickt. Normalerweise ist ja abwechselnd eine Musterrunde, eine Runde ohne Muster, eine Musterrunde. Und hier habe ich mal 3 Musterrunden dazwischen gearbeitet. So könnt ihr eben mit den Mustern spielen. Das ist machbar. So, und jetzt schauen wir mal, ob das aufgeht. Mit den Revermaschen. Revermaschen, Grundmaschen, Revermaschen, Grundmaschen. Und Revermaschen und eine Masche vor der Eckmasche ist eine Grundmasche. Und dann noch die Eckmaschen. Und so kann man dann den Durchzugsfaden nachholen. Jetzt kommt natürlich auch immer mehr diese schöne Streifenfarbe der Paintsocks zur Geltung. Wie sich hier Rot und Grau abwechselt und die Farben in sich auch noch die Töne ändern. So, und auch jetzt wieder die erste Masche im Grundstich und dann geht es wieder weiter mit Grund und Revers. In der nächsten Runde beginnt ihr dann mit 2 Maschen im Grundstich, damit die Reversmaschen auf jeden Fall über den Reversmaschen liegen. Es darf sich also nicht versetzen, weil sonst dieser Ribbeneffekt wieder verloren ginge. Wer von euch stricken kann, der weiß, der kann das mit dem Ribbenmuster 1 rechts, 1 links vergleichen. Wenn ihr dort die Muster versetzen würdet, also dass die linken Maschen nach jeder Runde auf die rechten treffen und umgekehrt, dann würde sich ja ein kleines Perlmuster entwickeln und da entsteht kein Ribbeneffekt und dann würde auch nicht beim Einrollen viel helfen. So, also die letzte Masche vor der Eckmasche war eine Grundmasche. Passt. Und ihr seht, ich habe jetzt auch pro Seite, hole ich nur einmal den Faden nach, weil ich eben die Maschen ziemlich schuppe auf der Nadel. Das bleibt natürlich euch überlassen. Wer mag, kann alle 10 Maschen die Nadel wechseln. Das euch natürlich freigestellt.
Und wieder ist die erste Masche die Grundmustermasche. Und dann geht's weiter. Mit abwechselnd Revier und Grundstich. Schaut gerne mal im Kanal nach. Ich werde ja auch dieses Video in die Playlist zum Tunesisch Häkeln reinlegen. So findet ihr in meinem Kanal sehr, sehr viele Muster zu Tunesisch Häkeln und viele lassen sich auch in so ein Granny einarbeiten. Natürlich ein tolles Muster auch für eine Kissenplatte. Oder wer noch nie tunesisch gehäkelt hat, nimmt sich einfach zwei Topflappengarne und häkelt sich seinen Topflappen damit. Auch eine tolle Geschichte zum Üben. Jetzt ist die Runde beendet. Und jetzt habt ihr hier die erste Runde mit Revermaschen vor euch. Und wie gesagt, jetzt beginnt ihr mit zwei Maschen im Grundmuster. Und die Revermasche liegt wieder über der Revermasche. So wechselt das Ganze ab. Und die nächste Runde beginnt dann wieder mit einer Masche im Grundmuster. Vermutlich braucht es 2-3 Runden in diesem Abschlussmuster und dann kann ich die Maschen abmaschen. Ich zeige es euch dann noch, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, ich habe jetzt 4 Runden in diesem Rippenmuster eben abwechselnd eine Masche Revers, eine Masche im Grundstich gearbeitet. Und jetzt werde ich das Ganze abhäkeln. Ich habe den Durchzugsfaden bereits abgeschnitten und durchgezogen. Und jetzt habe ich noch 2 von den Eckmaschen auf der Nadel. Steche jetzt in die erste Masche ein, ziehe den Faden durch 2 Schlingen und dann nochmals durch 2. Dann führe ich die Häkelnadel durch die vorige Schlinge nochmal und durch die nächste, hole den Faden durch und hole den Faden nochmals durch 2 Schlingen. Also stets durch die vorige und durch die nächste Schlinge im Prinzip eine feste Masche häkeln. Einstechen, Faden durch 2 Schlingen und nochmals durch 2.
Oder ihr nutzt eben diese Abhäkelmöglichkeiten, die ich euch bereits vor der Blende gezeigt habe. Also hier gibt's wie immer mehrere Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Wichtig ist, dass ihr eben schaut nach einer Weile, ob hier keine Spannung entsteht, ob ihr lockerer abhäkeln müsst. Aber hier passt das so. Ich habe das ganze Patch gestern schon mal im Zoom-Meeting gezeigt und da kam die Frage auf, was man eben alles jetzt machen kann. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten von der Kissenplatte bis zum Poncho Seelenwärmer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch dazu einfällt, was man hier alles machen könnte. Auch natürlich eine ganze Decke. Da kann man dann einfach diese Kanten zusammenfassen. Hier gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Und natürlich freuen wir uns auch über Bilder in der Facebook-Gruppe Woolly Hugs oder auch im Zoom-Meeting. Und ich häkle jetzt mal noch bis zur Ecke, damit ich euch zeigen kann, wie man um die Ecke herum das Ganze abhäkelt. Und hier habt ihr eben den Umschlag der vorigen Masche, zählt auch ganz normal als Schlinge. Und dann geht ihr einmal in den Umschlag rein nur und häkelt eine feste Masche. Und dann geht ihr wieder in den Umschlag rein und in die nächste Masche und dann geht's wie bisher weiter. Also eine zusätzliche feste Masche hier um die Ecke herum. Das reicht, damit sich die Ecke gut ausformt. Und so könnt ihr dann euer Patch fertig umhäkeln. So, das Granny ist jetzt komplett fertig. Die beiden Qualitäten vertragen sich richtig gut. Und jetzt wisst ihr, was ihr mit so einer Doppelhäkelnadel anfangen könnt. Natürlich gehen da auch Modelle in Runden. Wir haben nun das Granny eben in Ecken, mit Ecken gearbeitet und so sieht die Rückseite aus. Also man kann sich das hier gut für eine Decke vorstellen. Die darf auch gerne mal umgeschlagen auf dem Sofa liegen. Und Schals, Seelenwärmer
und alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Tschüss!